Weshalb forderten Sie denn am 16. Oktober 89 die Wiedereinführung der Kirchenfeiertage? Das war eigentlich ein recht mutiger Schritt, denn die Bewegung, die im Oktober 1949 die gesamte DDR bereits erfasst hatte, hat uns doch Mut gemacht, hier Dinge zu artikulieren, die wirklich auf den Nägeln brannten und die uns furchtbar geärgert haben. So war es für den Lehrer, für uns Lehrer immer schwer, gerade diese kirchlichen Feiertage im Eichsfeld als abgeschafft zu akzeptieren, aber doch gewisse Freiheiten zuzugestehen. Beispiel: Der zweite Ostertag als solcher war Schultag. Aber die erste Zeit hatten die Schüler immer noch Gelegenheit, wenn sie eine schriftliche Entschuldigung mitbrachten, dass sie für den Gottesdienst, für den morgendlichen Gottesdienst, 2 Stunden frei bekamen. Das haben die meisten katholischen Schüler dann auch gemacht. Man hatte dann nur noch eine kleine Gruppe von 5, 6 Schülern, die, wo die Eltern Genossen waren oder die keiner Religion angehörten, die dann im Unterricht saßen. Aber auch das hörte dann auf. Aber die Eltern machten von ihrem Recht Gebrauch, ihre Kinder an diesen Tagen zum Teil nicht zur Schule zu schicken. Man bekam dann eine Entschuldigung, dass er krank war, oder sodass an diesem Tag kein regulärer Unterricht praktisch stattfinden konnte. So die Praxis in den letzten Jahren. Dass uns diese Abschaffung dieser kirchlichen Feiertage, zweiter Ostertag, Himmelfahrt, Fronleichnam, Allerheiligen, Reformationstag, dass diese kirchlichen Feiertage die letzten Jahre dann völlig als Arbeitstage galten, das hat die Bevölkerung gewurmt, aber wir konnten nichts dran machen. Und deshalb jetzt in dieser Zeit, wo man seinen Unmut auch offen artikulieren konnte, habe ich einen Leserbrief an die Zeitung geschickt, der dann auch in der heute Thüringer Allgemein, damals war es Thüringer Tageblatt, abgedruckt wurde. Sehr vorsichtig und sehr moderat formuliert: eine Entscheidung auf dem Prüfstand, wo ich Bezug nehme noch auf Beschlüsse der Partei und so weiter, dass man doch auf das die Bevölkerung zugehen müsse und so weiter, mit der Forderung, dass diese Wiedereinführung der kirchlichen Feiertage auf den Prüfstand gehört. Und das war wie ein Funke im Pulverfass, als ich am nächsten Tag in die Schule kam, hatten das natürlich alle Lehrer gelesen, die sich heimlich darüber auch gefreut haben, dass ich nun der Katze die Schelle umgehangen hatte und sie natürlich auch dadurch mit profitierten, um dieser Zwiespältigkeit endlich ein Ende zu setzen. Ich habe allerdings keine Gegenmeinung, keine scharfe Gegenmeinung seitens der Partei oder Staatsführung diesbezüglich gekommen. Ganz im Gegenteil, die Presse war dann schon so durchlöchert, dass dann auch Pro-Stimmen auf diesen Artikel kamen, natürlich auch Gegenstimmen. Die wurden natürlich auch abgedruckt, aber in der Bevölkerung hatte ich dadurch ein unwahrscheinliches Ansehen bekommen, ich sei doch mutig gewesen und so weiter, obwohl das nur der Ausdruck eines lang gehegten Wunsches war, den man nicht wagte, offen auszusprechen. Mit dem Ergebnis, dass wir dann auch, ich habe das zusammen mit meinem zweiten Abgeordneten aus dem Eichsfeld, aus dem Altkreis Heiligenstadt, jetzt im Landrat Dr. Henning, haben das in der ersten frei gewählten Volkskammer gleich eingebracht als Antrag, dass wir diese Wiedereinführung der kirchlichen Feiertage gesetzlich jetzt ändern müssen. Das wurde dann auch seitens der Volkskammer gemacht. Wir bekamen diese Feiertage
wieder zurück. Das heißt, Himmelfahrt wurde wieder am Donnerstag gefeiert. Von Leichnam, nächsten Donnerstag, der wurde dann regional unterschiedlich geregelt. Im Eichsfeld ist ja Feiertag, in Thüringen, im überwiegend protestantischen Thüringen ist es kein Feiertag. Dafür ist der Reformationstag dann als Feiertag wieder für ganz Thüringen zurückgekommen. Allerheiligen haben wir dann nicht wieder offiziell als Feiertag zurückbekommen.